Ja, hallo zusammen und willkommen zu 24 Hours in Isolation, meinem Format auf unserem Kanal F15 bei Forbes Dach. Mein Name ist Chloe und ich freue mich ganz besonders, dass heute Waldemar Zeiler hier ist. Waldemar ist der CEO und Co-Founder von Einhorn. Einhorn ist ein Lifestyle-Unternehmen, das mitunter nachhaltige Kondome und Periodenprodukte anbietet. Mittlerweile ist es aber schon ziemlich mehr geworden, würde ich sagen. Und wir sprechen darüber auch gleich, zudem auch noch, was er meint mit Unfuck the Economy und was da seine Mission ist und wie er Einhorn intern so aufstellt. Hallo Waldemar, schön, dass du da bist. Vielen Hallo, Dank. Grüß dich. Hi. Zum Einstieg vielleicht mal die Frage, wie hat euch die Corona-Zeit in den letzten Monaten bekommen? Wie habt ihr euch intern umgestellt und was habt ihr auch vielleicht an den Verkaufszahlen gemerkt? Bei Share war es zum Beispiel so, dass die in den ersten Monaten viel mehr Klopapier verkauft haben. Gab es da bei euch irgendwie einen Anstieg bei den Kondomen etc.? Also das ist eine absolut verrückte Zeit, ist ja noch nicht vorbei mit Corona, das ist, wir sind ja noch mittendrin und das war so ein ganz guter Stresstest für Einhorn und für all diese ganzen New Work Sachen und was man da so macht und dass wir keine Hierarchien hatten und so weiter und so eine richtige krasse Krise hatten wir seitdem eigentlich gar nicht, seitdem wir die Hierarchien abgeflacht haben, seitdem Philipp und ich unsere Macht sozusagen abgegeben haben, gesagt haben, keiner ist mehr weisungsgebunden. Und das war der erste Stresstest und deswegen war es total spannend, was dann passieren würde. Und weil wenn alles glatt läuft und so, ist es ja okay, aber wenn man das System richtig am System rüttelt, wie es Corona getan hat, auf vielfältigste Art und Weise, dann wird es spannend. Und ich bin mega, mega happy, wie das tatsächlich gelaufen ist. Also Philipp und ich sind operativ eigentlich nicht großartig eingebunden gewesen. Wir kamen dann dazu, wir haben so eine Art Corona-Notfallteam gebildet und da waren dann Philipp und ich auch noch mit drin und da waren irgendwie Finanzen mit drin, da war Logistik natürlich mit drin, da war, glaube ich, Cordelia noch mit drin, sozusagen, die für die Periodenprodukte wesentlich verantwortlich ist und da haben wir geguckt, okay, was passiert? Und wir hatten am Anfang ein bisschen Angst gehabt, weil unser Kondomproduzent, der sitzt in Malaysia und dort hat die Regierung einfach mal alle Produktionen dicht gemacht. Und da gab es auch die großen Meldungen, oh mein Gott, was passiert jetzt überall auf der Welt? Kondome gehen hier überall aus, weil in Malaysia sind ganz viele Kondomproduzenten. Und da haben wir uns ganz kurz mal ins Höschen gemacht. Aber das ging nach 2 Wochen, wurde die Produktion wieder eröffnet und da haben wir mega Glück gehabt, also, weil die Nachfrage ist nach oben geschossen. Das ist also nicht nur Klopapier, nein, die Deutschen haben auch sehr gern geschnackselt. Und auch Periodenprodukte braucht man natürlich. Und zeitweise waren ja praktisch nur die Drogeriemärkte und die Supermärkte offen und man konnte nichts anderes shoppen. Und unsere Produkte gibt es ja in Drogeriemärkten. Deswegen, es ging da hoch, aber es war noch eine verrückte Zeit für alle. Also die Logistik, sowohl bei unseren Vertriebspartnern, bei Drogerien und auch bei uns war total verrückt, aber das hat alles super geklappt und vor allem unsere ganzen Systeme und New Work Systeme und so weiter, was wir geplant hatten, sind aufgegangen, weil für uns war es nichts Neues, zu Hause zu bleiben, im Homeoffice zu arbeiten, dezentral zu arbeiten. Es war keine Umstellung. Es war nervig, weil wir sehr davon leben, diese verrückte, kreative Art und Weise zusammen Käffchen zu trinken und so weiter. Das haben wir total vermisst. Aber von zu Hause zu arbeiten, das alles gemanagt zu bekommen, war überhaupt kein Problem. Bevor du uns ein bisschen erklärst, was eure New Work-Maßnahmen so sind im Überblick, kannst du uns vielleicht mal kurz eine Rückblende geben. Wie hat das angefangen mit Einhorn und wo steht ihr heute? Weil ihr macht ja mittlerweile auch, man kann euch buchen, Consulting-Tätigkeit, ihr seid Speaker, ihr habt einen Haufen Medienkanäle, so der Weg. Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass der Start war die absolute Unzufriedenheit und Frustration mit dem aktuellen Wirtschaftssystem. Und deswegen ist dieses Motto, Unfuck the Economy, das war von Anfang an gegeben. Und sowohl Philipp als auch ich, die zusammen, glaube ich, über 20 Jahre Gründungserfahrung hatten, haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Also die Wirtschaft ist verantwortlich für so viele Abfucks bei uns. Wir haben ein Riesenproblem mit der Ungleichheit. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. 26 Menschen auf der Erde besitzen mehr als die Hälfte des Vermögens. Wir haben eine Klima, wir haben eine Biodiversitätskrise. Wir haben irgendwie 8 bis 12 Jahre noch Zeit. Dann haben wir echt ein richtig, richtig krasses Problem auf der Welt. Und wir haben ein Demokratieproblem. Wir brauchen wirklich ein Update, weil wir ganz viele Leute haben, die jetzt da vorpreschen und die Demokratie von ganz vielen Seiten angreifen. Und da können wir nicht Wirtschaft as usual machen, weil die Wirtschaft auch bei ganz vielen Sachen ganz tief mit drin hängt und verantwortlich ist. Und dann haben wir gesagt, scheiße, wie kommen wir da raus? Wir sind Teil der Wirtschaft,
Aber wir wollen nicht verantwortlich sein für all das, was passiert. Und dann haben wir gesagt, weil wir es nicht wissen, wie es anders geht, gründen wir das Testlabor Einhorn und wir probieren wirklich live aus, mit Live-Produkt, an uns selbst, an unseren Einhörnern selbst, wie Wirtschaft anders funktionieren kann, ohne zu wissen, wie es geht. Das heißt, viele Experimente, viele Versuche, vieles, was man aus der Wirtschaft kennt, einfach beiseite legen und sagen, okay, wir wissen nur, wie es nicht geht und das lassen wir. Und wir probieren dauernd neue Sachen aus. Und das war die Einhornreise. Und was wir heute sind, wissen wir gar nicht. Wir sind in einer tiefen Purpose-Krise gerade bei Einhorn, weil wir nicht wissen, was wir sind. Wir wissen, dass wir bei all den Problemen, die wir auf der Welt haben, nicht einfach nur Kondome, Tampons und Menstruationstassen verkaufen können, sondern wir sind in der Verantwortung, weil es uns gut geht, weil wir sagen, jetzt auch nicht gebeutelt sind wie vielleicht andere Firmen von Corona. Wir müssen auch eine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und deswegen fragen wir uns gerade, wie wir das am besten machen. Hast du da eine spezielle Vision irgendwie? Mit was sollen die Leute Einhorn künftig assoziieren, wenn nicht nur Kondome? Also was die Leute mit Einhorn assoziieren, ist mir total egal. Mir ist der Hebel wichtig. Was machen wir mit der Verantwortung, die wir haben? Wie schaffen wir es tatsächlich, zu einer besseren Welt beizutragen? Und mir ist es da wirklich ernst. Ich bin auf der einen Seite mega frustriert und gebe manchmal die Hoffnung total auf, wohin die Wirtschaft und auch wir als Gesellschaft gerade reiten. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viel Hoffnung, weil wir sagen, hey, wir können was bewegen, wir können was machen. Und deswegen, ich hoffe, dass wir es mit Einhorn schaffen, tatsächlich zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel beizutragen. Und egal, was die Leute davon denken. Also ich glaube, man muss sich davon ein bisschen loslösen, zu denken, was denken die Leute? Also scheinbar scheint es ja irgendwie gut anzukommen, was wir machen. Wir machen genug Geld, dass wir uns alle finanzieren können. Wir sind alle happy. Aber jetzt tragen wir auch eine Verantwortung. Weil unser Ziel ist es nicht, dass Philipp und ich reich werden. Deswegen haben wir die Firma letztes Jahr an sich selbst verschenkt. Sondern das Ziel ist, positiver gesellschaftlicher Wandel. Und wie das aussieht und wie da ein Unternehmen, ein For-Profit-Unternehmen, welche Rolle es da spielen kann, das ist das große Fragezeichen, das wir auch gerade haben. Okay. Und eure Marketingstrategien sind ja oftmals ziemlich bunt und auch überspitzt. Ist das gewollt so von euch? Wollt ihr damit einfach Aufmerksamkeit auf euch lenken oder was denkt ihr euch dabei? Bist du auch so, wie du dich quasi gibst oder ist das eine Rolle, in die du als CEO reingehst? Also zum einen muss man, glaube ich, sehen, dass das eine krasse Reise ist. Also jedes Unternehmen hat Phasen und wenn man jetzt natürlich auf sein Ich zurückschaut, irgendwie vor 5 Jahren, denkt man sich bei manchen Sachen, oh ja, 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 es, aber das war eben zu der Zeit, hat man die Sachen gemacht nach bestem Wissen und Gewissen. Und wir hatten nie eine Marketingstrategie in dem Sinne, sondern wir haben gesagt, wir wollen total transparent sein. Die Leute haben haben einen Bullshit-Filter auf all diese Marketingbotschaften von Unternehmen. Ja, das will keiner mehr hören, sondern man will Authentizität, man will echte Gründerpersönlichkeiten, man will echte Einsichten haben, man will auch Fails sehen. Und das haben wir versprochen. Wir haben gesagt, wir sind zwar laut und vielleicht auch vorlaut, aber wir werden immer erzählen davon, wie wir uns fühlen und wo es auch schief geht über alle Kanäle, die wir haben, die auch ständig wechseln und sich anpassen. Und ja, aber es gibt keine spezielle Marketingstrategie, sondern ich glaube, wenn es eine gibt, dann ist es irgendwie Realität. Also stell die Realität so dar, weil das gibt es nicht mehr. In der heutigen Wirtschaft gibt es kaum mehr realistische Darstellungen und keiner will mehr authentisch sein. Es sind irgendwelche CEOs von multinationalen Konzernen, die irgendwie alle 5 Jahre einen anderen Job haben. Die werden sich nicht dahinstellen und sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das tun sie nicht, weil sie in 5 Jahren für irgendwas anderes stehen. Und das ist, glaube ich, das Besondere bei Startups und auch die Chance für Startups, einfach authentisch zu sein, zu sagen, hier, nee, dafür stehen wir und wir sind in 5 Jahren nicht irgendwie woanders dabei. Aber es ist immer eine Reise. Kannst du uns vielleicht mal einen Einblick geben in die Einhornwelt, in euer Team? Wie habt ihr euch aufgestellt? Was sind so eure Core Values und vielleicht auch New Pay, was so eine neuere Sache ist, die ihr jetzt angestrebt habt? Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass es, und das verstehen viele gar nicht, sozusagen, wir haben wirklich keine Hierarchien. Es gibt keine Chefs. Auch wir als Gründer sind zwar noch als Geschäftsführer irgendwie da, weil wir irgendwie rechtlich Sachen unterschreiben müssen, aber sagen, ich stehe da gar nicht dahin, das entscheiden im Grunde andere, das ist jetzt praktisch nur das Außenbild und es wird alles sozusagen in den Teams dort, wo man arbeitet, wo Sachen entschieden werden müssen, dort werden sie auch entschieden. Wir haben keine KPIs, wir haben keine Ziele.
Das glaubt uns niemand. Die meisten Unternehmen haben ja ein Umsatzziel, Margenziel, Expansionsziel. Wir haben das einfach nicht, sondern es ist einfach ein organischer Prozess. Wir sind praktisch wie so ein lebendiger Organismus, der halt wächst. Und wenn er sieht, da ist irgendwo was, da müssen wir rein, dann macht man das oder auch nicht. Aber es gibt keinerlei Ziele. Natürlich schauen wir aufs Konto und das ist nicht so unprofessionell, wie es sich vielleicht anhört. Aber es ist viel organischer. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Einhorn. Denn nur weil man ganz viele Ziele aufstellt und ganz viele Management-Ebenen und irgendwelche Regeln aufzieht und ein bisschen Agile dazu macht, ist man nicht erfolgreicher. Das kann ich sehr gut sagen. Ich habe 8 Startups gegründet, 7 gegen die Wand gefahren. Und das 8., was alles anders macht, ist das Erfolgreichste bei weitem. Und was haben wir gemacht? Was sind unsere Werte? Wir haben anfangs mal definiert, bevor wir überhaupt das erste Einhorn geheiert haben, haben wir gesagt, haben wir uns ein halbes Jahr damit beschäftigt, was soll es sein? Wie wollen wir arbeiten? Wie soll Einhorn ticken? Und haben da 3 Grundwerte. Das ist Unicornique, also eine Wortneuschöpfung aus Unicorn und Unique, einhornzigartig. Das ist im Grunde alles, was wir machen, muss anders sein. Konsequent. Jeder sozusagen, jedes Einhorn hat 0815 Veto. Wenn irgendeiner sagt, ja, aber der Wettbewerber, der macht das und das, das interessiert keinen Schwein bei uns. Wir müssen Sachen konsequent anders machen und dann nehmen wir in Kauf, dass wir sehr viele Experimente wagen und vieles davon schief geht. Aber nur wenn wir konsequent Sachen anders machen, können wir auch tatsächlich irgendwas Neues entdecken. Der zweite Wert ist fair und sustainable. In allem, was wir machen, wollen wir nach bestem Wissen und Gewissen fair und nachhaltig für Mensch und Natur handeln. Das ist leichter dahergesagt als getan, weil wir haben eine Wertschöpfungskette, die bis zum Beispiel Biobaumwolle geht nach Tansania oder Indien. Wir haben Rubber, den wir beziehen aus Malaysia, aus Thailand. Also wir gehen da wirklich an den Anfang der Wertschöpfungskette. Und der dritte Wert ist Fight and Hug. Fuck. Wir haben einfach gemerkt, wir müssen eine gute Diskussionskultur haben. Philipp und ich sehen ähnlich aus, sind total unterschiedlich, hauen uns immer auf die Fresse, diskutieren ohne Ende. Und diese Reibung hat dazu geführt, dass coole Sachen rauskommen. Und das haben wir zum Wert erhoben und gesagt, wir müssen uns reiben. Wir müssen uns weniger reiben als am Anfang. Deswegen haben wir Psychotherapeuten, deswegen haben wir gewaltfreie Kommunikationscoaches und ganz viele andere Coaches, um diese Reibung nicht mehr so intensiv zu machen. Aber wir müssen uns reiben und das ist ein wesentlicher Wert. Und daraus entsteht alles andere. Und deswegen auch New Pay ist im Grunde entstanden. Wir haben uns immer gefragt, jetzt wo alle alles entscheiden können, wo alle theoretisch mitreden können, wenn sie wollen, wie machen wir das mit dem Gehalt? Und mit dem Gehalt war mir total klar, du kannst doch nicht erwarten von einem Team, dass sie coole Entscheidungen treffen, wenn ihnen Informationen vorenthalten werden. Deswegen war der erste wichtige Meilenstein zu sagen, wir haben eine Gehaltstransparenz. Wir müssen sicherstellen, dass alle die Informationen haben, weil wie kann ich erwarten, so hey, Markus, triff mal deine Entscheidung, wie viel Geld du da ausgeben willst, wenn er gar nicht weiß, aber wie ist unsere Kostenstruktur? Und zur Kostenstruktur, ein wesentlicher Teil bei Einhorn sind die Personalkosten und deswegen mussten wir das offenlegen oder haben das offengelegt. Und dann ist natürlich die Frage, aber wer verdient eigentlich wie viel? Und das ist eine lange Reise, die man dort beginnt. Es braucht auch eine gewisse entwicklungspsychologische Reife vom Team, von einzelnen Einhörnern. Das verändert sich so ein bisschen. Und daran haben wir uns einfach gemacht, auf diese Reise begeben. Wir haben einen Gehaltsrat gewählt, und gesagt, ihr müsst euch mal Gedanken machen, wie machen das andere Firmen, die irgendwie anders denken, und haben so ein ständiges, sich weiterentwickelndes Gehaltspaket. Also Gehälter sind transparent. Wir haben ein bisschen uns orientiert, so ein bisschen an Beamtenstatus, das natürlich ein bisschen auf Erfahrung beruht, wie viel du da bekommst. Wir haben aber auch eine Komponente, wo du selber sagen kannst, hey, ich schätze mich so oder so ein und kannst du dein Gehalt bestimmen. Und wir haben zuletzt eben eingeführt, dass du so ein Band hast von 700 Euro brutto, wo du, ohne dich rechtfertigen zu müssen, einfach sagst, hey, bis zu 700 Euro brutto kann ich mein Gehalt erhöhen. Ich muss das nicht erklären. Und das ist im Grunde unser Schritt. Und das ist mein persönlicher Favorit, irgendwann dorthin zu kommen, dass wir sagen, jeder kann sein Gehalt komplett selbst bestimmen. Dazu braucht es aber eine gewisse Reife und die entwickeln wir gerade. Und dahin sind wir auf dem Weg. Deswegen ist gerade so ein Mix. Wir haben so ein bisschen Stufensystem, und wir haben gerade so immer mehr, öffnen wir uns zu einer Selbstbestimmung. Hast du da irgendwie gruppendynamisch beobachten können, dass bestimmt Leute ganz anders sich einschätzen als andere? Oder sind alle so ziemlich in einem Level, wenn sich alle so ziemlich in einer Gehaltsstufe einordnen? Also wir haben schon einen krassen Rahmen gesetzt. Deswegen ist man da einigermaßen sicher. Also wir haben gesagt, das höchste Gehalt darf maximal das Dreifache vom niedrigsten Gehalt sein.
Und damit haben wir schon sagen, so einen Rahmen gesetzt. Deswegen kann das System niemand jetzt irgendwie total hijacken. Und das ist wichtig, weil zum Beispiel, also wenn man mal vergleicht, was das Durchschnittsgehalt von einem DAX-Unternehmen, das wievielfache das ist von einem Vorstandsgehalt, das rate mal, wie viel das ist. Ein DAX-Vorstand verdient wie viel mal so viel wie das Durchschnittsgehalt bei ihm in der Firma? Das Siebenfache. 52-fache. Das ist ein absoluter Abfuck. Und Volkswagen ist, glaube ich, das 92-fache. Also das ist, wir haben so eine Diskrepanz dazwischen. Und bei Einhorn sozusagen das Dreifache ist absoluter Wahnsinn da dagegen. Und wir versuchen uns daran zu hangeln. Und es gibt, keiner kann irgendwie das einschätzen. Was man verstehen muss, was ich meine mit entwicklungspsychologischer Reife, ist zu verstehen, dass meine Ansicht von Geld, von Wert, von Wertigkeit oder auch von Lebensqualität oder was brauche ich zum Leben, total davon abweicht, was andere brauchen. Also ich bin überhaupt kein Fan zu sagen, jeder muss das Gleiche verdienen. Das ist totaler Quatsch, weil dafür sind wir zu unterschiedlich. Aber es muss in einem gewissen Rahmen passieren, sonst haben wir eben den Scheiß, dass 26 Menschen die Hälfte der Welt gehören. Es muss Rahmen geben. Und das versuchen wir. Aber es hat viel mit Diskussionen zu tun und viel damit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sagen, wie ist unser Verhältnis zu Geld? Ja, cool. Nochmal zurück zu euren ganzen Nachhaltigkeitsbestrebungen. Vielleicht ein Beispiel von einem Kondom, weil viele wissen ja gar nicht, was es dafür Schritte gibt, ja, was für Komponenten es braucht. Was macht ihr da grundlegend anders von eurer Gummiplantage bis hin zur Verpackung und was übersieht man da eigentlich, was jetzt Durex oder Trojan vielleicht konventionell macht und was aber ganz, ganz schlecht ist für die Umwelt? Ich glaube, uns war mega wichtig, überhaupt erstmal den Verbraucherinnen irgendwie ein Verständnis von diesem Rohstoff zu vermitteln, weil, und das wusste ich selber auch nicht, ich dachte, Gummi ist irgendwas Synthetisches. Ich wusste gar nicht, dass es sozusagen Naturrohstoff ist. Das kann man total gut vergleichen mit Palmöl. Und auch all das, was sozusagen dann Rubber anrichten kann, wie Palmöl, geht in dieselbe Richtung. Und das ist total wichtig, glaube ich, dass die Leute erst begreifen, so wow, das ist also ein Naturrohstoff. Und wenn man dann das begreift, dann sagt man, okay, Naturrohstoff, das heißt, es wird ja irgendwo angebaut. Wie ist der Anbau? Werden dafür zum Beispiel, wird dafür Dschungel abgeholzt, wie zum Beispiel sehr oft in Indonesien passiert, um dann eben Palmöl anzubauen oder Kautschuk. Das heißt, das ist total wichtig. Und auf der anderen Seite, Naturrohstoffe sind sehr arbeitsintensiv. Das heißt, bekommen die Leute, die das irgendwie anbauen, die das zapfen, die das ernten, bekommen die einen entsprechenden Teil vom Kuchen oder mal wieder nur die Krümel oder gar nichts. Und das haben wir sozusagen versucht zu eruieren. Das Problem ist, dass Kautschuk, dazu gab es noch nicht so viel. Also es gab zum Beispiel kein Fairtrade-Siegel. Es gibt Fairtrade für Blumen, es gibt Fairtrade für Kaffee, für Bananen und so weiter, aber es gab es nicht für Rubber. Ich glaube, die sind jetzt so langsam in der Entwicklung. Und wir haben versucht, irgendwie das irgendwie dann selbst erarbeiten zu müssen und sind vor Ort gereist, nach Malaysia, aktuell in Thailand, und versuchten dort mit Plantagenbesitzern, mit Kautschukbauern gemeinsam tatsächlich so eine Art Fairtrade, aber auch Bio, Agroforestry aufzubauen, damit dieser Anbau cool vonstatten geht und man eben nicht die Natur total abfuckt und Biodiversität abfuckt und vor allem auch die Menschen fair bezahlt, sei es die Kautschukbauern oder die Zapfer auf den Plantagen in Malaysia. Und in diese Sachen sind wir reingegangen und sind auch vor Ort, immer ein paar Monate vor Ort, ein, zwei Einhörner sind eben vor Ort. Und wir stellen jetzt auch Leute vor Ort ein, die sich darum kümmern. Also es ist schwer, über Nachhaltigkeitsarbeit zu sprechen. Und so kann man auch ganz gut rausfinden, wenn irgendeiner eine Nachhaltigkeitsabteilung hat oder eine CSR-Abteilung, dann frage ich immer, wie viel Zeit verbringt ihr vor Ort? Wie viel Kontakt habt ihr tatsächlich mit euren Partnern vor Ort? Und wenn es eben nur so ein jährlicher Besuch ist fürs Foto und stellen sich alle hin, Sustainability is great, dann ist das nichts. Das ist nicht ernsthaft und da versuchen wir uns wirklich tief in die Mitte. Mit unseren Ressourcen, wir sind ja ein Startup, wir haben jetzt nicht krass Ressourcen, aber trotzdem geht es. Und das ist, glaube ich, das Signal zu sagen, selbst als kleines Startup mit irgendwie 24 Einhörnern geht das. Du kannst diese Arbeit leisten, du kannst profitabel sein und du kannst eine Marke aufbauen. Es ist alles möglich.
Ihr kannst uns zum Abschluss vielleicht so ein bisschen erklären in deinem Buch Unfucked Economy, was soll es sein? Soll es ein Handbuch sein für eine aus deiner Sicht zukunftsfähige Wirtschaft? Und wie mobilisierst du auch die Leute jetzt auch außerhalb von Einhorn, damit die da alle mitmachen? Ich glaube, das ist ein Pledge gefunden oder ZB. Ja, also das Buch ist entstanden aus einer wahnsinnigen Frustration über die Wirtschaft, die aktuell nach Corona aufgebaut wird. Wir nehmen gerade so viel Geld in die Hand wie noch nie zuvor. Selbst die Finanzkrise, da hat Olaf Scholz, glaube ich, 44 Milliarden in die Hand genommen, ist wirklich ein Furz dagegen, was wir jetzt in die Hand nehmen. Und das ist unser aller Steuergeld. Ja? Und dieses Steuergeld, diese Last, werden noch unsere Enkelkinder tragen müssen, abtragen müssen über Jahrzehnte. Und wir müssen jetzt mitreden, was für eine Wirtschaft aufgebaut ist. Und es sieht so aus, und deswegen müssen wir dagegenhalten, deswegen habe ich auch das Buch gemeinsam mit Katharina Höfmann geschrieben und so schnell wie möglich jetzt auch zur Veröffentlichung gedrungen, um diesen Diskurs mit zu beeinflussen und sagen, bitte, 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 diese ganzen Milliarden nicht für die alte Wirtschaft. Die alte Wirtschaft ist verantwortlich für die Klima- und Biodiversitätskrise, für die Ungleichheit, für die Demokratieangriffe zum Teil. Und deswegen müssen wir jetzt da mitreden und eine andere Wirtschaft aufbauen. Und dafür ist das Buch sozusagen eine Streitschrift, eine Anleitung, eine Provokation, und aber auch vor allem sehr praktisch. Also ich glaube, das Neue ist, es gibt viele Leute, die auch viele Wissenschaftlerinnen, die zu Recht kritisieren, aber ich darf so sagen, wir machen bei Einhorn schon viele Sachen. Ich rede als Unternehmer und habe das angewandt. Das sind nicht irgendwelche theoretischen Überlegungen. Nein, wir machen das, wir sind erfolgreich und es geht. Und wir müssen vor allem als Unternehmer endlich begreifen, Wirtschaft nicht losgelöst zu sehen, sondern eben zu sagen, ja, wie hängen wir mit der Klimakrise mit zusammen, Biodiversitätskrise, warum wird die Schere von Reich und Arm immer weiter auseinandergehen. Es hat mit uns zu tun, als Wirtschaft, mit den Vermögens-, mit den Eigentumsverhältnissen. Und wie beeinflussen wir gerade die Demokratie? Ich meine, wir haben jetzt alle mitbekommen, was für Lobby-Sachen da rumlaufen. Philipp Amthor, Sigmar Gabriel bei Tönnies. Und das sind alles sagen Angriffe auf die Demokratie und wir müssen das unterbinden. Sonst entsteht auch keine coole Wirtschaft. Sonst entsteht auch keine Start-up-Szene. Dann haben wir da ganz viele Monopole, die unsere Wirtschaft einfach kaputt machen. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen ganz viel frische Startups mit neuen Ideen. Wir brauchen Leute, die die Welt besser machen. Und das versuchen wir mit Einhorn zu machen. Natürlich durch unsere Produkte, aber ich glaube viel mehr dadurch, dass wir Ideen in die Welt setzen und vor allem sie ausprobieren. Und das ist, und Unfuck the Economy, wie gesagt, ist ein kleiner Gedankenanstoß, eine Streitschrift für eine bessere Welt. Alles klar. Ja, Weimar, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg bei all dem. Ich bin schon sehr gespannt auf das Buch. Danke euch fürs Zusehen. Nächste Woche treffe ich dann Fabio Wippmer, den Mountainbiker, Under 30 und Content Producer. Das freue ich mich auch schon. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss und danke. Cool. Tschüssi.